Weiter geht's. Gut, weiter. So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video in GTA 5 Online. Und diesmal spielen wir wieder die Freakshop Quest Reihe weiter. Viel Spaß mit dem Video. But it's time to move out of the blue chips into something more. Hat gerade relativ lang gebraucht zum Laden tatsächlich. Warum geht's immer so lang? Double. Links, genau. Da können wir direkt auf den Highway rein. Easy. Ich habe jetzt auch einen MP, oder? Ja, ich habe auch einen MP. Ich check jetzt mal kurz wegen Häuser auf dem Weg. Wir fahren jetzt so ein bisschen, oder? Zwei Minuten vielleicht. Ja, passt. Du hast das Haus, glaube ich, ne? Nee. Doch, du hast das da. Deins kostet nur 200k. Ja, ist doch chillig. Das könnte ich mir. Ich könnte mir entweder da eins kaufen oder halt. Weil ich muss mir nicht das für eine Mille da oben kaufen. Nee, das ist glaube ich useless. Es gibt genau. Kategorien, steht das dran. Billig-Apartment, normal, teuer oder Luxus oder Urluxus und so. Ja, genau. Und das zweitoberste Porsche quasi. Ja, Mittelsegment. So Luxussegment ist deins gar nicht drin. Okay. Oder? Ich check das mal kurz. Ich glaube, man braucht ein Luxus-Apartment. Warte, ich guck gerade durch. Alles unterste, das kannst du mir erzählen, was du willst. Kein Luxus-Apartment mehr, das kostet 100.000. Mhm. Okay, wir sind gleich da. Ich glaube, ich kaufe mir eins in der Nähe vom Maze Bank Tower, weil. Da möchte ich mein Büro auch hinmachen. Was ist denn da? Warte, 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 ich komm. Was los? Ah, die gehören zu uns, oder was? Laborausrüstung, aber da brauchen wir Bomben oder so. Ja, da stehen Fässer drin, da muss man draufschießen. Fahr mal weg. Dreh dich mal kurz. Dann können wir da reinschießen irgendwo. Fahr ein bisschen vor, 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 vor. Ist doch nur eine Frage der Zeit, bis die Karre da drin explodiert, läuft doch geil. Jetzt endlich. Wir haben eine halbe Ewigkeit gebraucht. Gutes. Warum steht das Labor noch? Warte kurz. Ich kümmere mich da persönlich drum. Mach das, ich fahr mal rum. Gut, dann müsste gleich die Bude hochgehen, ja. Ja, da sind ganz schön viele, Mann. Dann. Oh, ich hab ziemlich wenig HP, Bro. Schlecht. Hol mich mal. Wo bist du denn?
Komm schon. You got issues, Neanderthal? Gut, machen wir denn die zwei Dinger noch kaputt, oder? Gut, weiter geht's. Kann ich ja kurz reingehen, oder so. Gut, die Bude geht hoch. Was ist nicht ganz kaputt gegangen? Welche Laborausrüstung hast du? Oh Gott, hä? So, was geht bei dir ab? Warum fliegst du beim Boden? Yeet! Ich bin ja ein Hippie-Bus. Das ist ein Hippie-Bus. Okay, was machen wir jetzt mit dem Kackhaufen? Ja, aber vielleicht reinsteigen. Ja, du machst es perfekt. Weiter geht's. Ja, genau. Ich würde aber nicht auf die Straße, ich würde übergehen, genau. Du machst es schon. Right by, Motherfucker. Weiter geht's. Nice. Lol. Ein Schild, alles klar, Digga. Alter, das stabilste Schild der Welt, Mann. Kommst du eine 10.000 gepanzerte Karre her, Alter? Nö, einfach nö. Bis hier und nicht weiter. So sieht's aus. Wie fast ein Hey, hallo, du Kackteil. Du musst da W oder D drücken oder so. Rechts, links. Drück mal rechts, links, genau. Ah, ja, Digga. Ich hätte schon erwartet, dass jemand mit deinem Fahrstil weiß, wie man die Karre umdreht. Hey. Brauche ich nicht. Hey. Zieh dich dann immer auf den Rädern. Ich bin wie eine Katze. Aha. Panzer der Katze bist du. Ja. Eats. Digga, die Karre hält echt viel aus. Ja. Gut, weiter geht's. Ich markiere dir den nächsten.
Was ein Drift, Digga. Kannst du nicht sagen, dass das nicht gekonnt war. Das war geplant. Das sah auch geplant aus. Dann. Ist es der nächste, nicht der geradeaus? Nein, die sind hintereinander. Okay. Was ist das für ein Mongo eigentlich? Was fährt er mit seinem scheiß Rasenmäher da rum? Digga, who knows? Ah, ich hab gedacht, hier steht ein Hubschrauber. Naja, dann halt nicht. Alles war gut durchgezirkelt. Ja, ja. Warte, hier irgendwo halten. Oder fahren. Gut, weiter. Da muss ich jetzt aber die Straße lang fahren und dann kommt der gleich. Weiter geht's. Wichser. Die gefahren halt in einer roten, halb kaputten Karre und zerstören alles. Alter, die ist gepanzert, alles gut. geil, einfach geil. Das war knapp. Überhaupt nichts knapp. Alles kalkuliert. Was ist das Karre eigentlich? Ah, die war's. Okay, gut. Was ist das für eine Mongo-Karre? Epi-Karre. Mongo-Karre. Na, das gleiche. Gut, bist tot. Der Karre muss nur immer einmal um 180 Grad driften, dass man sie abschießen kann. Ja, Mann. Das heißt, seine Mongo uns hinterher joggt. Digga, der kommt da oben an, wenn wir sie alle schon getötet haben. Wir fahren zum Alt-Touristenlager, Alter, was zum Geier. Oh yeah. Alter, es ist ein V8 da drin, das sag ich dir aber. Ja, ganz safe. Digga, jetzt so ein rausgesetzter Turbo, ja, Lufteinlass, das ist übelst geil, Alter. Feier ich mega, shit. Ja. Oh 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 oh. Kalkuliert. Get out of there like a shit
Okay. Lieferwagen, wir machen einfach den Lieferwagen kurz weg. Ich kann dir nicht hinschießen. Bei mir ist noch mehr gepanzert wie bei dir. Danke. Weiter. Was haben wir noch? Na ja, wir machen. Rechts, rechts, rechts. Gut, weiter. Links. Weiter. Da kommt ein Heli. Die Valkyrie schießt Rockets. Oder ist vorne ein Ding. Warte, ich mach den Heli. Gib mir Rückendeckung. Gib mein Bestes. Lenkrakete, Bitch. Gut, hat es nicht erledigt, weiter geht's. Ich hab den Fahrer von dem Wagen zerlegt, danach hat es erledigt. Was ein Rufen sein. Ja. Ah, kann man gut runterfetzen. Oh, voll in den Berg rein, okay, doch nicht. Hey, wir stehen am Berg, wir stehen am Berg bei mir. Nee, Mann, wir fliegen am Berg. Das kann ich reinschneiden als Intro, Alter. Das wird's, Mann, das wird's. So, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und damit ihr keine weiteren Videos verpasst, auch gerne ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao.